Ja, hallo und willkommen zurück zu DBD. Ja, wir zocken mal wieder mit unserer Nebelkrähe. Und, jetzt haben wir mal zum Glück mal ein anderes Gebäude. Zwar wieder ein scheiß Gebäude. Aber es ist immerhin Gebäude. Wow, verdammt. Habe ich wieder schon aufgepasst, dass sie die Kacke gerade in dem Moment aktiviert. Nein! Oh Mann! Deswegen, ich zerstöre eigentlich die Türen gar nicht mehr. Weil ich finde, es ist sinnvoller, die zuzulassen, weil du versperrst denn so damit die Wege. Ist es bis jetzt so meine Erkenntnis? Boah. Oh, ich habe schon wieder die Peitsche. Mann! Ich will diese dumme Kröte erwischen. Oh nee. Das gibt's doch gar nicht, sag mal. Wie kann man denn so nervig sein? Machen wir so, meine Gute. Was hältst du davon? Wer ist jetzt dafür? Werde ich doch nicht so. Mann, 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 Mann. Okay, hier ist noch gar nichts. Ja, ich glaube, das hat wohl etwas wehgetan, mein Fräulein, hä? Mann, 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 Mann. Na komm, dann lass uns mal spazieren gehen, komm. Irgendwo hier runter. Tut gut, oder? Haha, da liegt jemand Totes. Tut gut, oder? Schön abzuhängen. Wow, hey, lass den Scheiß. Hier ist wieder zu. Wo ist die lang gefatzt? Ich wüsste, wo der hing. Oh, hier sind sie alle wieder geheilt. Bin mal auch geschrottet. Da ist keiner dran. Da ist immer noch keiner dran. Warte mal, hier sind Kratzspuren. Hier! Ja.
War ich jetzt an irgendeinem Nisch gewesen, den die jetzt so instant schnell gemacht haben? Habe ich jetzt wirklich einen übersehen? Hm. Du kannst einfach nicht weggucken. Du kannst dann nicht mehr weggucken. Und dann bist du so verschissen benebelt, dass du einfach nichts machen kannst. Gut so, mein Freund, ja? War das gut? Hat dir doch bestimmt gefallen, oder? Hier ist irgendwo ein Haken. Hier, irgendwo hier, komm. Jeder darf sich mal festhaken. Ich bin ja da nicht so, gell? Hey, wieso hab ich, das ist jetzt ein Witz, komm. Wieso, ich hab den, der war genau vor mir. So, hier unten gibt es zumindest wieder irgendwo Frischfleisch. Ein Stier? Oder nehmen wir doch den? Soll man ja nicht machen, aber... Verpflanzt dich. Wie hat es geschafft, die loszuwerden? Oh, hier ist ein Totem. Über mir.
Ey, wieso ging das nicht? Hm. Oh nee, der ist so weit weg. Scheiße, da kann ich nicht. Boah, Alter, stöhnen wir nicht so, das ist ekelhaft. Der läuft nicht, der läuft nicht. Genau den ich schlagen wollte, ich wollte die schlagen. Die Mistkröte. Tja, hat mir nicht so ganz funktioniert, meine Gute. So, jetzt singen alle zweimal. Nee, der funkelt noch, der kleine Stern. Der ist auch noch nicht aktiv. Die hängt hier immer noch fröhlich rum. Der ist auch aus. Oh, hi. Schlaf schön. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch hier jemanden rumquietschen. Ah, diese Scheiße kam schon nicht vorbei. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo die andere hin ist.
Aber schenk die jetzt einfach weg, ist mir jetzt wieder egal, ob jetzt wieder einer abhaut. Tschüss. Mach's gut. Ja, und da wir uns schon wieder der Folge enden, also dem Ende nähern, danke ich euch schon mal auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich danke euch definitiv schon mal fürs Einschalten. Oh, du Kröte. Wow, hat's auch Schwein gehabt, ey. Ja, dann war's das wohl. Oder hörst du irgendwo den Haken? Nö, ne? Ja. Die wehrt sich halt aber auch, ne? Oder? Ich würde sie gerne rauslassen. Ich weiß halt wieder nicht, wo die Kackluke ist. Boah, ich weiß halt nicht, wo die Luke wieder ist. Mann! Ich würde die echt gerne rauslassen. Hier ist er irgendwo. Da drin ist er. Komm, mach jetzt raus. Ja, dann danke ich euch schon mal fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Dann bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.